Ich darf nur ein Item essen. Wenn ich dieses Item gegessen habe, dann switcht es zum nächsten Item. Falls ich versuche, etwas anderes zu essen, dann funktioniert das nicht. Manchmal musste ich tausende Blöcke traveln, nur um ein schlechtes Essen zu bekommen. Und manchmal war das Glück nicht auf unserer Seite. Das Ganze ist im Stream entstanden. Folgt da gerne rein. Ich bin Daily Live. Und ansonsten lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir stehen kurz vor den 15.000 Abonnenten. Supportet gerne, würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Und zwar ist unser erstes Essen Rabbit Stew. Nein! Wir haben direkt das schwierigste Essen gefühlt. Auch Dinge wie OP-Gelb und alle Suppenarten sind drin. Wir werden dauerhaft out of Sprint sein. Wir haben insane viel Essen, was wir mitnehmen müssen. Stell dich mal vor, wir sind im End, sind out of Sprint und haben eine gewisse Essensart nicht. Was passiert, wenn man eben nicht das isst, was da oben steht? Rabbit Stew? Oh, ja, das hielt leider irgendwie nicht. Wir haben schon 2,5 Hunger verloren und haben noch nicht mal ansatzweise irgendwas für Rabbit Stew. Wir haben eine Dorf! Was ist das denn hier? Was ist das denn? Wir sind jetzt schon out of Sprint und wir haben nicht wirklich viele Essensarten. Ja, da habe ich direkt schon mal einen Creeper bei mir und kriege schon mal direkt Damage. Sehr, sehr nice. Das ist jetzt schon so eklig. Ich mache mal Hälfte, Hälfte schon mal alles mit dem Smoker. Bro, mach mal bitte jetzt hier den Job. I'm done. Wir werden auf jeden Fall schon mal Brot machen. Das ist dann schon mal kein Problem. Je mehr Essen wir am Anfang farmen, desto weniger Stops müssen wir machen, während wir den Stuff farmen, um auch wirklich den Ender Dragon zu besiegen. Ist doch was. Achso, ja, okay. Ich esse jetzt hier. Ach, stimmt ja. Wir sind ja in der Fast Food Challenge. Aha! Mit einem Emerald ist glaube ich, der beste Trade. Fletcher, wir machen mal was mit dir. Und zwar erstmal ein bisschen Emeralds traden. Wir gehen uns jetzt unser erstes Essen holen. Rabbit Stew. Bam. Zombiefleisch. Easy. Da haben wir schon den Zombie. Hoffentlich haben wir danach etwas Nices, dass wir vielleicht mal wieder regenerieren können. Come on. Baked Potato. Nicht schlecht. Wir werden uns nun 16 Äpfel holen. Erstens, wir müssen Gaps craften. Und zweitens, wir brauchen Äpfel generell irgendwann. Und Äpfel sind relativ rare, dann haben wir die direkt. Die Hälfte an Kartoffeln tun wir rein. Wir essen jetzt erstmal die Ofenkartoffel und Sweet Berries. Sweet Berries, muss ich sagen, sind wahrscheinlich so das leichteste von allem. Oben ist ein Dorf, let's go. Da sind sogar Melonen, ich fasse es nicht. Gute Idee. Kollege, was willst du? Jawohl. Emerald, perfekt. Du, Kollege, gib's mir noch einmal. Jetzt haben wir dich voll. Und was tradest du? Bitte trade was Gutes. Ja! Pumpkin Pie, sehr, sehr gut. Leute, es geht voran, es geht voran, es geht voran. Ja! Die Mushrooms sind wichtig. Oh, er hat Purzelbaum gemacht. Noch einer, ja! Pilze, 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 Pilze. Und wir kriegen Hunger. Damage. Das heißt, jetzt wird es böse. Jetzt werdet ihr sehen, wieso ich denke, dass die Challenge echt nicht so leicht ist. Da sind die Kollegen, die wir nicht sehen wollen. Tschüss, tschüss. Ich muss bei den Sweet Berries aufpassen, dass ich nicht an denen sterbe übrigens. Einfach Sky Wars da oben. Was für ein Plugin mit... Ah! Tschüss. Schieß. Danke. Ich wäre fast gestorben. Ruined Portal. Oh mein Gott, Leute. Ganz wichtig, ganz wichtig. Bitte, ein OP-Gap. Ein normaler Gap ist nicht schlimm. Nehmen wir hin. Und zack, zack. Und jetzt sehr satisfying. Oh, das tut wirklich sehr gut gerade. Oh, wir haben soeben die Kekse. Suspicious du für einen Emerald. Er spart uns einiges an Arbeit. Oh Gott. Der Villager hat mich erschrocken. Ich war... Ah, ah, ah. Wir haben eine Eisengolem-Farm gebaut, ohne es zu wollen. Beetroot, da ist es. Oh mein Gott. Ich lebe, weil ich Rüstung habe. Come on. Oh Gott, ich habe so Angst gerade. Eieiei. Ich werde ihn verbrennen. Nein, 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 nein. Nein. Ich habe aus Versehen den Wandering Trader gehittet. Die Lamas hätten mich gerade fast gekillt. Ich muss hier raus, aber der wird uns töten. Oh, spuck mal. Oh. Ich habe mich gerade so erschrocken. Was ein Jumpscare. Links ist nicht mehr Akku, nur noch rechts. Jetzt bist du auch noch Akku. Oh Gott. Ja! Eisengolem, tu deine Arbeit. Jawohl. Nein, du nicht. Saved. Alles gut. Nein! Fletcher! Stopp! Ja. Betet, dass der Farmer uns jetzt einen Kuchentrade gibt. Ja! Nice! Jillens hat etwas nicht bedacht. Perfekt. Dann. Nein! Ich habe mein ganzes Eisen weggeworfen. Geht das hier eigentlich mit den Bäumen? Einmal. Ein falscher Move und ich bin tot. Haben wir schon mal die Rüstung. Das ist sehr wichtig. Voll dir! Let's go! Ich habe ein großes Problem gerade. Das Skelett wird uns sehen. Nein, es hat uns nicht gesehen. Oh mein Gott, was ist close. Was ist das denn? Seit wann bist du denn hier? War er die ganzen 23 Tage hier?
Ja gut, dann vergammel hier ruhig. Viel Spaß. Bitte gib uns eine gute Diamantspitzhacke. Efficiency 2 Fortune. Jawohl. Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Zack. Wir haben ein halbes Herz. Ich möchte da lang, aber ich habe Angst, dass sie auf mich zurennt und mich wegstößt. So, tschüss. Jetzt war's mit dir. Ja. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir einen Angel. Jetzt können wir wenigstens einen Pufferfisch angeln. Nein! Wir killen ihn und er hält eine Rose. Was ist das denn? Der Arme. Ja, das war's. Sharp 5 Golden Sword. Wir haben einen Spawner. Ich würde diesen Spawner so gerne looten, weil da ein OP-Gap drin sein kann, aber das können wir nicht machen. Wenn ich jetzt hier sterbe, bin ich sauer. Wow! Weg mit euch! Oh Gott. Bitte ein OP-Gap. Nein! Bitte ein OP-Gap. Okay, normaler Gap ist okay. Tiger Biome! Wir haben Sweetberries, wir können die holen und dann endlich mal was essen. Nach 5 Stunden. Jawohl, da sind sie. Wenn wir jetzt hier reinlaufen, haben wir 6 Stunden unseres Lebens verschwendet, by the way. Oh, oh, ich habe so Angst. Nach 5 Stunden, das erste Mal Sweetberries. Suspicious, du. Okay. Wow, ein Hungerbalken hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir werden jetzt nach 6 Stunden erstmal richtig essen. Also so richtig. Rot, let's go. Guckt Kord. Wir haben keinen Kord. Das ist der einzige. Oh mein Gott. So. Guckt Kord. Und Rotten Flesh, bitte. Okay, wir haben Hunger bekommen. Matten. Nach wirklich gefühlt 5,5 Stunden endlich wieder regenerieren. Das ist so ein gutes Gefühl gerade. Beetroot Soup. Im Prinzip nur so. Let's go. Kord. Salmon. Pufferfisch. Und jetzt haben wir eben das Problem. Wenn wir jetzt einen Pufferfisch essen, seht ihr. Hunger 3, Nausea, Poison 2. Das ist der größte Pain. Also das ist ja wirklich die ehrenloseste Sache, die passieren kann. Ja, guck nicht so. Das ist wirklich hart. Honey Bottle. Jetzt müssen wir nämlich Honig finden. Aber wir sind hier bei einem Wald. Ich glaube, das geht fit. Da haben wir sie. Wir brauchen eigentlich ein Lagerfeuer, ja. Lagerfeuer, wo bist du? Bin ich blöd? Hallo? Hallo? Lagerfeuer? Hallo? Ich habe das kaputt gemacht. Oh mein Gott, bro. Und wir haben Honig. Was mitnehmen? Bitte. Nur was anderes außer OP-Gap. Potato! Sehr gut. Egal. Guckt Porkchop. Bitte weiterhin gut. Guckt Salmon. Guckt Matten. Wir gehen jetzt in den Nether mit dem, was wir haben an Essen. Rabbit Stew! Haben wir dabei! Let's go! Nicht, wo wir lang müssen. Da ist ein Ruined Portal. Festung! Ja! Das Ruined Portal hat uns dazu getrieben, zur Festung zu gehen. Aber erstmal Rabbit Stew. Glowberries haben wir nicht dabei. So, jetzt haben wir ein riesiges Problem. Kein OP-Gap. Wir haben gleich keine Regeneration mehr und wir werden gleich fighten. Bitte Spawner. Blaze Rod? Jawohl. Wir machen direkt eine Ender-Chest, Leute. Wir nehmen Nether-Watze mit, wie es nur geht. Dias! Boom, 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 boom. Instant Health. Instant Health 2. Mit Infinity werden wir uns ordentlich Platz sparen. Wir machen Infinity. Bam. Infinity! Und wir nennen ihn. Wer möchte nach dem Bogen benannt werden? Spaß. Twitch.tv/TianTV. Villager, es war schön, euch kennengelernt zu haben. Es war schön, euch kennengelernt zu haben. Wir haben jetzt hier über 50 Tage in einem dunklen Keller. Warte. Wir haben über 50 Tage in einem dunklen Keller verbracht. Tschüssi. Erstes Auge wird geworfen. Irgendwie möchte ich das Risiko eingehen und einfach nochmal werben. Ich mach. Oh mein Gott. Aua. So, wir kriegen jetzt schon wieder Hunger-Damage. Das tut mir sehr weh in der Seele. Aber es ist, wie es ist. Bitte nicht ploppen. Ja! Wir haben den Stronghold gefunden. Ich möchte aber Glowberries. Sehe ich richtig? Bin ich richtig sehend? Let's go! Meine Adleraugen haben es erkannt. Heal Potion. Jillens. Jillens hat die Heal Potions auch als Essen gezählt. Jillens wird gefeuert, sowieso. Glowberries. Und jetzt werden wir essen. Okay, wir müssen eine neue Glowberry holen. Ich habe sie eventuell aus Versehen geplaced. Wir gucken nicht an den Block, essen sie und let's go! Porkchop, kein OP, bitte kein OP-Gap, bitte kein OP-Gap. Golden Carrot, nehmen wir, schaffen wir. Beetroot, nehmen wir. Bitte kein OP-Gap. Apple, oh Gott, bitte lass uns regenerieren. Wir müssen zum Stronghold. Golden Apple, okay, alles gut, das ist gut, das ist gut. Ein Golden Apple ist gut. Poisonous Potato, perfekt. Was ist die Drop-Rate von Poisonous Potatoes bei Zombies? 0,1% werden wir anbauen. Sie droppen nur Potatoes. Wir haben jetzt ganz viele Kartoffeln angebaut, damit wir Poisonous Potato bekommen. Ich habe an dieses Item tatsächlich gar nicht gedacht im Laufe dieser ganzen Challenge. In 8,5 Stunden habe ich nicht daran gedacht. Wir haben jetzt noch 8 voll... Ah! Oh mein Gott! Ah! Jawohl, ein Bone Meal. Okay, eins. Wir brauchen Bone Meal.
Noch mehr Baummehl, let's go. Wir werden jetzt ordentlich Essen reinpumpen, ja. Ich manifestiere jetzt, dass eine Poisonous Potato kommt. Jetzt kommt eine Poisonous Potato. Und zwar du gibst mir jetzt eine Poisonous Potato. Nach ungefähr 50 Kartoffeln haben wir es beschworen. Cooked Beef, saved. Tropical Fish, toll, haben wir nicht. Ja, Lukewarm Ocean, okay. Tropical Fish, ihr könnt jetzt auch gerne hier spawnen. Ich esse es jetzt. Beef. Was ist Beef? Ach, Beef, och. Mushroom Stew, haben wir auch. Baked Potato, haben wir auch, ja. Freunde, was bekommen wir jetzt? Enchanted Golden Apple, nein! Nein! Ich glaube, wir schaffen es sogar ins End, noch mit Regeneration. Wenn ihr jetzt noch dabei seid beim Video, dann lasst jetzt ein Like da. Ihr seid die Elite. Wir haben's Portal. Ihr wart dabei. Oh mein Gott. Schon wieder. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Let's go up ins End. Wir müssen einen Enchanted Golden Apple essen. Logischerweise können wir das nicht tun. Wir gehen ins End. Boom. Let's go. Mit. Ja? Ihr könnt jetzt, by the way, dem Chat Hallo sagen. Robby wird es nämlich schaffen, den Chat einzublenden, weil er ist ein guter Cutter. Trifft er? Ja. Ich bin so blöd. Ich hab... Ah! Ich regeneriere schon mal... Okay, Leute. Danke. Hit für Hit. Wir sind gleich out of Sprint. Ich darf meinen Sprint nicht verschwenden. Und... zwei Schüsse noch. Ein Schuss. Nein! Nein! Der letzte Gnadenstoß. Let's go! Wir haben es geschafft. 10,5 Stunden. Fast Food Challenge. First Try geschafft. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst doch jetzt ein Like da, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen geilen Challenge. Joint gerne dem Discord, um Ideen einzuschicken in Challenge-Ideen. Ansonsten, Daily Streams auf Twitch, 100%ige Gewinnchance bei dieser Challenge. Bam.